Der Xbox Elite Series 2 Controller ist da und kommt mit 30 Neuerungen. Wie ihr dieses Prachtstück am besten in euren Lieblingsgames einsetzt, zeigen wir euch in diesem Video mit ein paar Tipps dazu. Beim Elite 2 habt ihr drei Spannungsstufen, die ihr mittels eines Einstellwerkzeuges selber einstellen könnt. Dabei habt ihr die Wahl zwischen einer hohen Spannung, die ihr vom 360-Controller kennt, die mittlere Stufe vom Xbox Wireless One Controller und natürlich noch eine leichtere Stufe für Spieler, die so wenig Widerstand wie möglich haben wollen. In der Xbox Zubehör-App könnt ihr übrigens Empfindlichkeitskurven des Thumbsticks nochmal anpassen oder auch die Thumbsticks tauschen, sodass der rechte Thumbstick die Eingabe vom linken steuert und umgekehrt. Vorne mittig befinden sich drei kleine Leuchte. Ich zeige euch das mal. Ich mache den Controller an. Nicht wundern, er versucht sich natürlich jetzt zu synchronisieren. Und diese drei kleinen Leuchten spiegeln eben euer eingestelltes Profil wider. Mit der Zubehör-App stellt ihr eure Buttonbelegung so ein, wie ihr es eben braucht. Für einen, für unterschiedliche Shooter oder Rennspiel, vielleicht auch ein Action-Adventure. Und Vorteil ist eben, wenn ihr zwischen euren Lieblingsgames hier wechselt, dann drückt ihr einfach nur mittig auf den Button drauf und könnt dann hier zwischen 1, 2, 3 hin und her wechseln, ohne dass ihr nochmal extra in diese App müsst. Es lohnt sich einfach, macht das Leben beim Zocken einfacher. Verbinden lässt sich der Controller mit Xbox One, Windows 7 oder höher am PC und dem Android-Handy. Beachtet aber, dass bei Windows 7 oder 8.1 ihr das mitgelieferte USB-C-Kabel zum Verknüpfen verwenden müsst. Ansonsten unterstützt der Controller die kabellose Verbindung via Bluetooth und da kommen die 40 Stunden Akkulaufzeit gerade recht. Neben der einstellbaren Spannung der Thumbsticks könnt ihr diese auch einfach selbst auswechseln, denn der Elite 2 Controller kommt mit einem Set aus 6 Thumbsticks. Einmal zwei Standard, zwei Classic, einen hohen sowie einen mit breiter Kuppel. Und die Sticks sind per Magnet ganz leicht austauschbar und so könnt ihr euren Spielstil sehr schnell anpassen. Bei einem hohen Thumbstick hier zum Beispiel, den ich hier benutzen würde, bei einem Shooter-Spiel kann man hier sehr präzise mit zielen, weil man sich einfach langsamer bewegt. Bei einem kleinen ist man schneller und das ist für die Raumbewegung sehr geeignet. Mit dem Controller bekommt ihr 4 Paddles, 2 kleinere und 2 mittlere. Und besonders praktisch sind die für extra Funktionen, bei denen ihr sonst eure Finger vom Trigger oder Thumbstick nehmen müsstet. So könnt ihr zum Beispiel Nachladen drauflegen, Granaten werfen oder auch crouchen oder dashen. Und so schnell eben bei hitzigen Situationen besser reagieren. Übrigens hat der Controller exklusive Konfigurationsoptionen wie die Tastenzuweisung für Sprachbefehle wie Aufnehmen oder Screenshot machen. Wer also oft und gerne aufnimmt, könnte hier überlegen, ein Paddle dafür zu nehmen. Übrigens, fühlt euch hier nicht unter Druck gesetzt, alle Paddles zu verwenden. Ich komme auch super mit einem klar und habe die anderen ganz einfach abgenommen. Hinten am Controller findet ihr die Einstellungsoption für den Hair Trigger Lock in 3 Stufen. Im Prinzip verändert ihr hier den Laufweg vom Zeitpunkt des Drückmoments bis hin zur Eingabe, welche euch Vorteile beim Abdrücken in Shooterspielen liefern kann. Falls ihr Tipps habt, wie man diesen Controller am besten in eurem Lieblingsgame, sei es Rainbow Six Siege, vielleicht auch Fortnite, einsetzen kann und wie ihr die Tasten belegt, dann schreibt es doch unter dieses Video und teilt es mit der Community.